Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich nehme auch auf, ne? Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, wir sind jetzt in diesem Raum und haben ein ungebildeter Sly. Ja, ein bisschen. Pite ist griechische Pizza. Ne, sie sagt, das ist eine türkische Hefegebäck. Bin da nicht sicher. Keine Ahnung, es ist lecker. Lehn dich zurück und lass dich von mir amüsieren. Denn ich werde jetzt diesen kompletten Raum einmal durchbenutzen. Ich habe schon eben mit allen Objekten gesprochen. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, einfach mal alles zu nehmen. Den Kugelschreiber haben wir schon nicht genommen. Wir werden jetzt den Poloschläger benutzen. Dafür müsste ich ihn erst einmal nehmen. Umständlich. Genau, solange es geil ist, scheiß drauf. Es gibt umsonst vier Befehle im Interface, Harvey. Okay, es gibt nicht umsonst vier Befehle im Interface. Was muss ich denn davon benutzen? Kann ich durch die Tür einfach gehen? Komm, wir versuchen einfach mal durch die Tür zu gehen. Wahrscheinlich ist das auch einfach... Huch. Oh. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Oh mein Gott, Sly. Was? Warum? Warum, Hoki? Immer anschwärzen. Was denn? Nein, nein, ich schwärze niemanden an. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich gekommen bin? Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein. Das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Nein. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Nein. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Okay, du greifst mich nicht an. Das heißt, ich kann einfach eiskalt die Schublade benutzen. Okay, komm, wir benutzen die Schublade. Da wollte ich immer schon mal ran. Zu. Okay. Das macht mich rasend. Dann werden wir jetzt die Schublade benutzen mit unserem gut kaputten Stuhlbein. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Ja, Furious, wir sind hier die Lumpen, weil mein Chat manchmal sehr lumpig ist. Das ist der Grund, warum es der Lumpen-Chat ist. So ist das ganze Thema hier entstanden. Darum nicht Lappen, sondern Lumpen. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe noch ein Lexikon. Warte mal, ich habe mit dem Lexikon noch nie geredet. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Okay. Können wir es benutzen? Ich erschlage ihn mit der deutschen Rechtschreibung. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Wow. Ich kann Kamin benutzen. Kamin muss ich benutzen können. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Kann ich jetzt den Schläger benutzen und ihn über die rüberhauen? Dafür müsste ich ihn erst einmal nehmen. Umständlich. Es gibt nicht umsonst vier Befehle im Interface, Harvey. Oh Gott, das habe ich erst nicht gerafft, dass ich ihn nehmen muss. Ein Poloschläger. Guck mal. Jetzt habe ich einen Poloschläger und den kann ich bestimmt benutzen, um die Schublade zu öffnen, oder? Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Bin ich denn nicht spitz genug? Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Oh, ich kann den Kugelschreiber nehmen. Fast. Nimm den Kugelschreiber und hau ihn zwischen die Schublade. Ha! Okay, ich nehme jetzt den Kuli und benutze mit dem Schublade. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Dann schlage ich den Schrank auf. Je kaputter das Stuhlbein, desto kaputter die Idee. Dann wende dich mal bitte an die Eule. Der hat mir den Key gegeben. Okay. Die Eule hat mir den Key gegeben. Da habe ich leider keine Gewalt drüber. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Wieso geht das denn nicht?
Was habe ich denn noch im Angebot? Schreibt, ich kann das Fenster vielleicht einschlagen. Anscheinend nicht. Okay. Kugelschreiber am Fenster? Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Zeig mir den Key, ich versuche deine kurze nette Idee. Mist, Sicherheitsglas. Also ich... Ist das jetzt echt... Komm, wir benutzen jetzt Hulgor. Hey! Und jetzt muss ich durch die Tür raus? Ernsthaft, wir laufen jetzt im Kreis. Ich soll das Lexikon mal mit dem Kugelschreiber mal mit dem Lexikon benutzen. Alles klar. Machen wir das doch mal. Ich habe einen Eintrag unter E wie Edna ergänzt. Was hast du geschrieben? Edna, die Superheldin der Renaissance. Konnte Fliegen und Bratheringe bis zu 20 Meter hoch stapeln. Wie absolut bescheuert. Jetzt mal ernsthaft. Wie absolut bescheuert ist das denn jetzt gerade gewesen? Oh, um den Tisch. Um den Tisch. Hey! Ach, jetzt renne ich mit ihm. Muss ich ihm was im Weg stellen? Die Schranktür öffnen? Ich muss die Schublade bestimmt öffnen und dann mit ihm um den Schreibtisch. Jetzt schreibt mal Brina ins Lexikon. Nee. Okay, ich muss wahrscheinlich die Schublade öffnen und dann irgendwie mit ihm um den Tisch rennen oder so. Kann das sein? Ach komm, wir benutzen und hauen auf Hulgor. Das geht nicht. Schade. Ah! Das geht doch! Jetzt rede ich mit Hulgor. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna. Sag es lauter. Edna. Okay. Was so ein Cricket-Schläger nicht alles ausmacht. Poloschläger. benutze jetzt den Kugelschreiber und male ihm komische Dinge ins Gesicht. Ich habe ihm einen Bart gemalt. Oh, das geht sogar. Wie geil. Dann benutzen wir ihn jetzt. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Nein, wie geil, das geht wirklich. Okay. Krieg ich das jetzt auf? Benutze Schrank. Wie geil, ich werde nicht mehr. Okay, wir nehmen ihn. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Ich stech ihn ab, er ist doch schon tot. Mit ihm? Das ist ein offener Schrank. Der Schrank. Ja! Ach, der Kopf immer aufgehangen. Nein, wie geil. Okay, kann ich den Schrank nochmal zumachen? Benutze Schrank. Oh mein Gott, wie bescheuert ist das denn? Okay, ich versuche jetzt mal die Schublade zu nehmen. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Habe ich vielleicht am Schreibtisch was? Sauber verstaut, das sag mal. Vor allem dieses zierliche Persönchen. Ich liebe es. Die hat schon einen leicht an der Waffel, ne? Okay, dieses zierliche Persönchen tut erstmal den ganzen Kerl da oben eiskalt oben einhängen, ne? Okay, bescheuert. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Das wüsste ich auch gern. Okay, ich glaube, ich habe hier alles, aber nichtsdestotrotz, ich will diese Schublade aufkriegen. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Kann ich jetzt irgendwie noch den für den Kamin benutzen? Das ist inzwischen eigentlich tatsächlich ziemlich nutzlos. Jetzt sag ich, ich hab ihn weggeworfen. Oh, ich hätte ihn vielleicht noch gebraucht. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Ich hätte das noch benutzen können. Ich kann ihn benutzen. Ich habe auch keinen Zunder. Alter, ich habe gerade einen ganzen Stock da reingeworfen. Was denn, wie im HB? Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Warum nicht? Benutze Harvey jetzt einfach nochmal mit alles mit der Schublade. Harvey passt in keine Schublade. Und sagt mir nie wieder, dass ich flache Witze mache, ja? Also bitte, wie flach war das denn? Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Okay, ich benutze Harvey mit dem Tisch. Sieh nur, Harvey,
Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Ja, okay. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Okay, wir gehen jetzt durch die Tür. Ich habe keine Ahnung mehr, mit was ich habe hier noch alles benutzen kann. Manchmal gibt er einen ja noch Tipps. Mach's gut, Haifen. Neues Kommentar. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Du bist schon ein gutes Gefühl. Ja, in der Tat. Randale. Geil. Yippie. Yay. Einführt. Klavion, willkommen. Okay, ich darf Dinge kaputt machen, Leute. Hoppla. Absicht. Psst. Ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Okay. Wir reden wie immer erst mit allen Dingen. Wichtig. Use the Luke Force. Use the Luke Force. Okay, wir reden mit der Pflanze. Es tut mir leid. Ha! Wer es glaubt? Ja, Randale! Ja, in der Tat. Das ist vollkommen bescheuert. Die Gute hat aber auch ein leicht an der Waffel, muss ich sagen. Ich kann mit allem reden. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Wow. Moment. Sonst wäre sie ja wohl nicht hier, oder? In der Tat. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein breiter was wäre? Wenn ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen? Was ist ein romanischer Gedöns und das Intercolumnium? Wow. Kenne ich beides nicht. Das eine ist bestimmt eine Pflanze und das andere irgendein Dekokram. Ich bin raus. Oh, ich habe eine Tür. Und ich habe eine Tür. Ich rede aber mit beiden Türen. Kann ich nicht. Ja, mit Florian auch nicht. Ah, verdammt. Kann ich's nehmen? Ich möchte ganz gerne die Dachluke nehmen. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Möchte ich nicht ausschließen. Kann ich sie benutzen? Das ist zu hoch. Ah. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Dann nehme ich jetzt die Pflanze. Das macht jemand anderes weg. Was tust du denn drauf? Benutz die Pflanze. Ich stehe auf diese Leiste benutzen. Das macht jemand anderes weg. Ey! Okay, nehmen wir die Säule. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. In der Tat, langweilig sind die auf keinen Fall. Oh, ich habe die Säule benutzt. Und jetzt? Jetzt habe ich die Tür versperrt. Scheiße, ich wollte an die Tür rein. Okay, ich benutze die Säule nochmal. Kann ich die Säule nochmal benutzen? Yeah, ich kann nicht die Tür. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser Poki. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte. Bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt.
Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation, zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Also ich muss sagen, die Entwicklerkommentare sind ja mal wirklich absolut amüsant. Aber dass mein Chat mich jetzt ab sofort als Captain unbrauchbar tituliert, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, das ist nicht großartig, Chat. Wir fangen nicht an. Kommt doch nicht immer auf so dumme Ideen. Ich spiele ein Spiel, was ihr spielt, also was ihr wollt, dass ich spiele. Irgendwie kriege ich es von euch schon wieder reingewirbt. Okay. Hier gibt es so viel zu sehen, ne? Nachtschalter. Lichtschalter. Wir reden natürlich mit einem Lichtschalter. Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Okay. Hey, geil, grünes Licht. Nice. Reden. Mit Reagenzgläsern. Oh, der Schlippi ist wieder zu sehen. Okay, ich wollte eigentlich mit Reagenzgläsern reden, aber ist okay. Buh. Keine Reaktion. Oh, ist der flach. Ohne Scheiß. Chemie, ne? Reaktion. Es sind Reagenzgläser. Und sie macht... Buh. Oh, keine Reaktion. Boah, ist der Brauch... Oh. Wow. Wow. Alter, ist echt flach. Innerlich schon so ein bisschen muss ich lachen. Okay, komm, wir reden mit der Wäsche. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Oh. Nein. Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja. Atomfrisch. Wow, hat die eine an der Waffel. Aber mehr Schmusi-Bussi. Guck mal, Schmusi-Bussi. Okay, wir reden mit Alf. Wir müssen mit Alf reden. Rede mit Alf-Puppe. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Oh nee. Ich muss mit Objekten reden. Es ist halt einfach so. Mit dem Hirn rede ich gleich. Das spare ich mir zum Schluss auf, weil der Entwickler hat ja gesagt, muss ich auf jeden Fall mit reden. Wir reden jetzt mit Radioaktiv. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Das war... Oh, Mixer. Das war einfach Mixer. Hallo, Mixer. Oh, weil er die Worte mixt. Oh. Alter, wie viel Flachwitze sind hier drinne? Okay, wir reden mit den Kegeln. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Ja, okay. Wir reden mit Comic. Ganz wichtig. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Keine Ahnung, Klavion. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Mein Chat hat sich gewünscht, dass ich spiele. Hat heute gewonnen im Vote, wurde gewotet, die meisten Stimmen. Und jetzt spiele ich's und das ist Dienstags immer ein Live-Let's Play. Das landet halt nachher auf YouTube. Es wurde sich gewünscht, ab sofort jeden Dienstag. Hulgur, bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Warum? Okay, wir haben noch Kartons zum Reden, wichtig. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Okay, wir würden reden mit dem Fenster. Oh, ich wollte mit dem Fenster reden. Fenster will nicht mit mir reden. Ja, dann, benutze ich HW mit dem Fenster? Nee, ach Quatsch, ich benutze erstmal so Dinge. Ich stehe oft drauf, Dinge zu benutzen. Ha! Ich kann rausgehen, sehr schön. Ich muss eigentlich noch mit dem Reagenzglas reden, aber ich sehe, dass nur noch 40 Sekunden sind. Das machen wir so in der nächsten Folge. Ich werde aber nicht spoilern. Ich bitte drum, liebe Leute, die das schon gespielt haben. Tut mir nicht spoilern, ne? Auf keinen Fall. Erst, wenn ich sage, dass ich Hilfe brauche. Erst dann spoilert, bitte.
Ne, das wäre super, weil ich möchte das Spiel ja genießen. Okay. Ansehen habe ich ja benutzt. Kann ich die? Okay, wir fangen mit Benutzen an. Reagenzgläser. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Okay, dann nehmen wir die Wäsche. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Wir benutzen Alf. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ja, genau das war's, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.